Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei Thief, dem Dieb, dem die Frauen vertrauen. Dem Dieb, der sich in den Schatten wohlfühlt. Dem Dieb, der sich jetzt einfach mal ins Bett legt. Ja, so ist doch schön. Ja, wo waren wir zuletzt stehen geblieben? Ich weiß es leider nicht, weil ich, Idiot, natürlich vergessen habe. Ich habe vergessen, nachzugucken, wo wir stehen geblieben sind. Deswegen weiß ich nicht, wo wir stehen geblieben sind. Aber ich stand hier an diesem Fenster und ich glaube, ich wollte hier durch dieses Fenster. Und ich sehe auch schon das Ziel. Deswegen machen wir das Fenster mal auf. Ja. Und ein wunderschöner, herrlicher Ladebildschirm, der doch recht schnell vorbeiging. Das finde ich natürlich jetzt wieder super. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir waren. Müssen wir nicht ins Haus der Blüten? In den Puff? Wir müssen in den Puff. Wir müssen in den Puff. Ja, ja, doch, eindeutig, wir müssen in den Puff. Und, Was tun wir? Erstmal gucken wir, ob wir irgendwo noch was zum Rumklapphustern finden. Aber hier war ich doch schon mal. Hier war ich doch schon mal. Oh. Wo geht's denn hier hin? Ein Geheimraum. Hier war ich also noch nicht. Goldbesteck. Jetzt habe ich die falsche Taste erwischt. Was alles? Ja, das war alles. Na gut. Dann gehen wir halt hier wieder raus. Bisschen bisschen Goldbesteck. Schadet nie. Okay, hier oben können wir nicht rauf. Wir können da durch dieses Fenster wieder durch. Mich würde aber auch mal interessieren, wo es durch dieses Fenster hingeht. Schauen wir doch einfach mal nach. Achso. Ja. 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 Schweres Fenster. In einen Raum, in dem es natürlich Arbeit für den netten Meisterdieb. Oh. Oh, da hat sich eine Ratte bequem gemacht. Wir lassen die einfach mal schlafen. Ja, die kann ja auch nichts dafür. Gucken wir mal in die Schublade. Die ist leer. Sonst nichts. Oder ist auch eine Ratte? Die haben wohl eine Ehekrise. Deswegen liegen sie in getrennten Betten. Ach, was mache ich denn immer? Au. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Ich wollte die Wand nicht hauen. Mehr geht. Oh, doch. Es gibt mehr. Die Tür ist verschlossen. Das heißt, wir kommen da eh nicht weiter. Okay, hier gibt es nichts. Die Schublade ist auch leer. Das ist ja eine Ausbeute. Das ist ja unglaublich. Dann können wir ja glatt wieder rausgehen. Na gut, dann gehen wir halt wieder raus. Oh, schadet ja nicht. Ja, 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 ja. Tja, und raus. Eine Dörrpflaume. Ja, ja, die wurde wohl eine Zeit lang nicht mehr gegossen, aber... Das ist ja nicht unsere Aufgabe. Oh, hier gibt es auch ein Fenster. Hier sind wir rausgekommen. Das heißt, durch das Fenster können... Das Licht. Mach das Licht aus. Oh Mann, da sieht mich doch jeder. Dann schauen wir mal in das Fenster. Und gucken, was uns da drin erwartet. Also, diese schweren Fenster. Mit dem Fensterbauer muss ich unbedingt mal reden. Oh, viel zu viel Licht. Viel zu viel Licht und kein Lichtschalter, aber es ist auch keine Menschenseele hier. Und den Raum kann ich auch nicht verlassen. Oh, ein 4-Gold-Taschenporträt, das da einsam und verlassen in der Schublade liegt. Ich hoffe, hier kann ich ein bisschen mehr abgreifen. Ja, ja, so mache ich das auch immer. Wenn ich keinen Bock zum Abspülen habe, dann stelle ich das dreckige Geschirr einfach in den Schrank in der Hoffnung, dass keiner sieht. Und den Füller... Den habe ich da letztens vergessen. Den brauche ich für meine Verträge. Oh. Die neuen Gesetze der Wache. Und du. Was? Die
neuen Gesetze der Wache und du? Habe ich das richtig gelesen? Die neuen Gesetze der Wache und du. In diesen schweren Zeiten ist es eure Pflicht, Bürger der Stadt, die Gesetze der barönlichen Stadtwache zu befolgen. Ihr müsst euren Beitrag leisten, damit unsere schöne Stadt überleben kann. Erstens, meldet Diebstähle. Diebe zapfen der Industrie das Blut ab und bringen dadurch ehrbaren Bürgern Krankheit und Hungersnot. Zweitens, haltet euch an die Ausgangssperre. Die Schwermut zu umgehen ist das größte Geschenk, das ihr unserer Stadt in diesen Tagen der Not machen könnt. Drittens, gehorcht der Wache. Besucht alle Hinrichtungen und zeigt eure Unterstützung für die Männer und Frauen, die uns jeden Tag beschützen. Wenn ihr diese einfachen Regeln befolgt, bleibt der Stadt und euch, ihren geliebten Bürgern, der Wohlstand erhalten. Ihr leistet damit unschätzbare Dienste in diesen finsteren Zeiten. Ja, natürlich. Natürlich. Wer es glaubt, wird selig. Ja, ne. Diese Propaganda, ne? Diese Propaganda. Ist unglaublich. Melde den Diebstahl. Und den Hinrichtungen hin. Als ob das irgendjemand. Als ob sich das irgendjemand gerne anschaut. Ja, unglaublich. So, wo war denn jetzt hier die Wache? Hier ist Licht. Oh, warte mal. Wir haben Wasserpfeile. Sogar ziemlich viele. Du machst jetzt nicht das Licht wieder an. Ich warne dich. Ich warne dich. Ach, du bist doch eine Blö... Falls ihr ein Dieb seid, bestehlt jemand anderen. Nein, und gerade mit Absicht werde ich jetzt dich bestehlen. Davor speichern wir aber. Davor speichern wir aber? Ach ja, ja. Ich habe das Symbol an der falschen Ecke gesehen. Oh. Oh. Okay, den bestehlen wir nicht. Obwohl, der hat sogar was. Den könnte ich sogar bestehlen. Aber will ich das? Gibt's hier irgendwas? Er kommt wieder zurück. Oh. Nein. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ich bin ein Schatten in der Nacht. Schatten der Geheimnistag. Dark wie Dark. Ja, okay. Spaß beiseite. Wir wollen uns ja nicht verlustigen. Verlustigen. Ja, die Wortfindung meinerseits ist immer sehr interessant. Ich weiß, das gebe ich offen und ehrlich zu. So, der Kollege. Na, Holdemite. Ich glaube, wir lassen das mit dem Diebstahl. Warum trägt Lady Marigold einen der Schlangenarmreife? Weiß sie denn nicht, dass er verflucht ist? Viel wichtiger ist, ob sie ihn hatte, bevor ihr Mann ins Totenbuch eingetragen wurde oder danach. Shh, nicht so laut. Wenn sie denkt, wir verfolgen sie, vergiftet sie uns als nächstes. Lady Marigold hat einen Schlangenring. Ein Schlangenring hört sich interessant an. Das könnte ein... Oh, Mon. Könnte ein interessantes Objekt für uns sein. Nur... Wo finde ich diese Lady Marigold? Und wieso kann ich diese Tür nicht öffnen? Und wieso liegt hier Stroh auf dem Boden? Ja, lass mir das. Lass mir das. Hüpf. Da kann ich wieder nach oben und da muss ich auch hin. Aber erst will ich wissen, was ich hier in dieser einsamen Sackgasse finden kann. Ein Hauch von... Nichts. Ja, das ist ja super. Hat sich ja voll nicht rentiert. Ach, hier geht's nach oben. Das ändert alles. Das ändert den ganzen Verlauf der Geschichte. So, jetzt ist wieder alles beim Alten. Was ist das denn? Der Hunger wird schlimmer. Ich habe 6 Mäuler zu stopfen mit einem Apfel. Mach nicht denselben Fehler wie Ruger. Was hat er jetzt wieder gemacht? Er hat den Apfel selbst gegessen. Die Schwarzkittel haben ihn aufgeknüpft, bevor es hinten wieder rauskam. Oh. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Wir nehmen natürlich trotzdem alles mit. Wir haben ja keine Angst vor den Schwarzkitteln. Hm. Oh.
Das ist so weitläufig. Ich verlaufe mich garantiert wieder. Ich weiß das jetzt schon. Hier unten ist zu viel Licht. Ich weiß gar nicht, ob ich da runterspringen will. Warte mal, ich muss in die Richtung. Nee, 47 Meter. Nee, ich will aber... jetzt stehe ich hier im hellen Tageslicht. Und da gibt es hier nicht mal was zum Klauen. Wie bitte? Ich weiß, ich laufe falsch. Und ich gehöre hier eigentlich gar nicht hin. Aber hier komme ich auf jeden Fall wieder nach oben. Ich will trotzdem wissen, wo wir jetzt hier genau sind. Tag. Ich bin da mal weg. Ja, so. Hüpf. Und wieder nach oben. Und, okay. Gut, gut, gut. Interessant, interessant. Wir müssen da lang. 45 Meter, aber die... War ich hier schon drin? Nee. Das Kastenbett, das würde ich kennen. Schau mal, was wir im Schrank finden. Nischt. In der Schublade? Nischt. Okay. Hat sich voll nicht rentiert. Oh. Oh, wo sind wir denn? Wo sind wir denn jetzt hier wieder? Ach, sieh mal einer an. Kann ich das... Muss ich das echt mit dem Pfeil anschießen? Nee, doch nicht. Ich sollte halt einfach auf die richtige Stelle zielen. Hahaha. Ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Und ihr seht schon, wir kriegen in dieser Folge überhaupt nichts gebacken, außer blöd rumzulaufen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und gönnt mir ein wenig den Ausblick in diese wundervolle, dunkle, düstere, geheimnisvolle Welt der Schwermut. Ich kann hier runter. Oh, hi. Weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich das will. Wir entfernen uns immer weiter von unserem Ziel. Warte mal, das ist doch... Das ist doch ein Hafen. Okay. Ich glaube, hier gehören wir noch gar nicht hin. Da sind wir noch falsch. Ich glaube, wir gehen jetzt wirklich mal unseren Weg entlang. Wie es eigentlich vorhergesehen ist. Ach, da hätten wir auch lang können. Na gut. Dann gehen wir wieder nach oben und... Ach ja, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Das ist sehr schön. Dann können wir jetzt unseren alten Weg fortsetzen. Da sind wir runtergehüpft. Da können wir wieder hoch. 28. Wir nähern uns unserem Ziel. Wir können darüber. Aber da ist dann auch wieder Endstation. Oh. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir jetzt hier runtergehen. Ich glaube nämlich nicht. Warte mal, wir können gucken. Ich glaube, da hinten findet man einen Weg, der... Wo geht's denn hier hin? Ein Dieb muss ja alles ausnutzen. Man muss ja alles entdecken. Alles leerräumen. Weh, das ist jetzt ein Ladebildschirm. Nee. Das ist tatsächlich kein Ladebildschirm. Oh. Haben wir eine Rasierklinge? Wir haben bestimmt eine Rasierklinge. Ja. Oh. Was haben wir damit gerade gemacht? Kann ich... Das ist also wohl kein Gemälde, das ich ausschneiden... Wieso kann ich das nicht ausschneiden? Ich würde gern Gemälde mitnehmen. Aber was haben wir gerade gemacht? Ach! Ein Geheimfach geöffnet. Na, sieh mal einer an. Ehrenzeichen der Wache. Und eine Büste des Barons. Das ist ja interessant. Das ist ja mal sehr schön. Okay. Gut. Schön. Gut, dass wir da reingeschaut haben. Also ein bisschen blöd durch die Gegend stromern muss auch mal sein. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Und ihr habt trotzdem genauso Spaß wie ich am Entdecken. Auch wenn ihr das Spiel vielleicht schon kennt. Aber
Für mich ist es ein wenig neu, diese Welt selbst zu entdecken. Wie ihr bestimmt schon festgestellt habt. Ja, ich stelle mich ja nicht immer so gut an. Oh, das ist wohl doch keine Abkürzung. Mann, wir müssen dann tatsächlich hier. Oder. Oder steht da einer? Oh. Rate mal, was ich gestern in Tracys Speicher gesehen habe. Was hast du da oben gemacht? Hab mit ihrer Nachtsofa rumgespielt. Hör zu, sie hat ein Gemälde von Montonessi. Bestimmt nicht echt. Sie könnte sich tausendfach aus der Stadt rauskaufen, wenn das ein Original wäre. Wo wohnt sie doch gleich nochmal? Ja, ich wüsste gern, wo sie wohnt. Das Gemälde möchte ich nämlich auch haben. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Gemälde geholt. Kein einziges. Oh, fuck. Oh, fuck. Hoffentlich kommt er jetzt nicht hierher. Bitte, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Ich sagte bitte nicht. Bitte. Bitte tu mir das nicht an. Ach, er tut's mir an. Ich wusste es. Ich wusste es. Wenn ich mich beeile. Oh, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Interessant. Interessant. Es öffnen sich immer neue Wege. Hier hätte ich den Typen da oben runterschmeißen können. Ich hätte ihn eigentlich... Nee, will ich aber nicht. Ich will keinen ausschalten. Ich möchte auch mal ein Kapitel abschließen, ohne irgendwelche Leute sinnlos zu kloppen. Oh. Was sehen meine Äuglein denn da? Komm zu Papi, schönes Schildchen. Du machst dich gut in unserer Sammlung. Das nehme ich mit. Zollhausbrücke. 3 von 16. Oh, Alter. 3 von 16. Ein Leuchtturm. 3 von 16. Wo sind denn die anderen 13? Mimimi. Na gut. Wir gehen da lang. Und ich habe das schon gesehen. Da leuchtet ein blaues Lüschlein. Oh. Hi. Dreh dich bitte um. Dann hole ich mir dein Geld. Dreh dich um, habe ich gesagt. Nein! Ich habe ihn angerempelt! Ja, das so viel dazu. Ach, das war ja super. Mann, Garrett, du Tollpatsch! Du kannst ihn doch nicht einfach über den Haufen rennen, wenn wir seine Brieftasche wollen. Ihr seht mich nicht. Ich bin eine kleine, unbedeutende Kanalratte. Ihr seht mich nicht, ihr wollt mich nicht. Ich bringe euch die Pest. Tod und Verderben. Also nichts von Interesse. Habt ihr das jetzt aufgegeben, mich zu suchen, oder? Ich sehe den Kerl da nicht. Der Kerl, der steht da immer noch unbedeutend rum. Das ist anscheinend bloß der eine Typ da. Naja, gut. Ich glaube, es... Ah. Komm, geh weiter. Der wartet hier auf uns. Ich sehe das doch. Ich sehe das doch. Na gut. Ich will jetzt endlich mal ein Gemälde haben und ich will da noch nicht rein. Ich will gucken, ob es hier um die Ecke noch was interessant... Ja! Es lohnt sich also wirklich, in jede Ecke zu gucken. Wie in jedem Spiel. Okay, zumindest in fast jedem. Das Sirenennest. Das Sirenennest. Okay.
Dreck, Müll und Verderben. Diese Stadt ist ein richtiges Rattennest. Genau richtig für einen Dieb wie mich. Garrett. Der Mann aus den Schatten. So, wir können also unten und oben in das Sirenennest gehen. Wir machen das einfach mal. Schwupp. Taverne, das Sirenennest jetzt betreten. Ja, tun wir. Da war der Frosch im Hals. Ach, sieh mal einer an, wer steht denn da rum? Was bist denn du für ein Fettmops? Irgendwie habe ich... Muss es in der Kanalisation lassen. Guck mal an. Ist das ein Händler? Ah, schön. Ja, Leute. Aber bevor wir hier weiter die Taverne erkunden, das erste Sinnvolle, was wir jetzt gerade tun, würde ich sagen, mache ich erstmal Schluss mit der Folge hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ja, lasst ein Like da und vielleicht einen netten Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Thief.